Nicht im Wasserwerk der Gelsenwasser AG, sondern im Seehof fand nach 2 Jahren jetzt wieder eine Unternehmerehrung statt. Im Mittelpunkt des Geschehens standen Nadine und Bernd Winkels. Bereits für das Jahr 2020 waren sie als Unternehmer des Jahres nominiert worden. Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Nominierung auch auf das Jahr 2021 erweitert werden. Ja, die Jury hat ja schon getagt im November 2020, also ist schon 1,5 Jahre her. Dann kam Corona über uns, das war da mitten in der Corona-Zeit, haben wir uns entschieden, trotzdem zu wählen. Wir schauen immer in der Jury auf unternehmerischen Erfolg natürlich. Ganz stark schauen wir auf das Bekenntnis zu Haltern, das Wirken hier in unserer Seestadt. Und da sind Nadine und Bernd Winkels, glaube ich, herausragende Player. Engagieren sie in vielen Vereinen und machen viel für die Stadt. Und das ist dann mit der Hauptgrund, dass sie Unternehmer des Jahres jetzt im Doppeljahr 20 und 21 geworden sind. Nicht ganz voll, aber dennoch gut gefüllt, präsentierte sich der Saal im Seehof als idealer Veranstaltungsort. Christoph Wink begrüßte die Gäste und dabei besonders Nadine und Bernd Winkels. Er wies auf die Sonderausgabe der Halterner Zeitung hin, die eigens zum 125-jährigen Bestehen herausgegeben worden war. Fast 125 Jahre hat es gedauert, dass die Halterner Zeitung endlich eine Frau an der Spitze der Lokalredaktion hat. Das hat, muss man sich vorstellen, 125 Jahre ist kein Ruhmesblatt, aber vielleicht ist jetzt 125 Jahre immer eine Frau. An vorderster Linie herzlichen Glückwunsch. Seit 1. Januar Redaktionsleiterin ist Viktoria Gawa. Sie ist heute auch da, macht auch gleich live. Ich hoffe, dass es mit Ton alles klappt. Dr. Daniel Süper, Geschäftsführer, CEO der Lensing Media, erinnerte in seiner Ansprache an den Weg von der gedruckten Zeitung bis zur digitalisierten E-Paper-Ausgabe. Und ich kann Ihnen versprechen, auch im Jahr 2022, wir arbeiten hart daran, auch künftig 6-mal pro Woche eine Tageszeitung zu liefern. Zuverlässig, frühmorgens und an die Haustür. Bürgermeister Andreas Stegemann freute sich, dass die Jury die Firma Winkels für die Unternehmerehrung ausgewählt habe. Verschiedene erfolgreiche Bewegungsaktionen in der Stadt Haltern seien von Nadine und Bernd Winkels erfolgreich ins Leben gerufen worden. Seid immer hilfsbereit, habt gute Ideen und bringt euch auch ein und seid nicht diejenigen, die erstmal abwarten, sondern sofort in Aktion und lasst uns machen. Und das ist nicht alltäglich, sondern was Besonderes. Anschließend präsentierte ein Film die Geschichte der Firma Winkels von damals bis heute. Seit 1937 Anlaufpunkt für alle, die in Bewegung bleiben wollen. In dritter Generation bauten Nadine und Bernd Winkels das Unternehmen in Haltern am See zu einem Bewegungsstützpunkt mit 2 Ladenlokalen aus. Verlagsleiter Christoph Wink führte dann die Preisverleihung durch. 2001 die ersten Preisträger, gute Botschafter. Wolfram Heidenreich und Michael Buttgereit. Und da hat damals noch der ehemalige Redaktionsleiter Robert Roth gesagt, ach Mensch, nach 3 Jahren gehen uns die Unternehmer aus. Das war so, dass er sagt, er war da völlig gegen, dass wir das machen, das Format. Heute wissen wir, wir haben eine Liste in der Jury, die so lang ist, dass wir wissen, dass viele, die es auch eigentlich hätten bekommen müssen, diesen Preis, den wahrscheinlich niemals kriegen werden. Wir waren schon sehr überrascht, weil ja schon einige vor uns den Preis gewonnen haben oder bekommen haben. Und wir haben uns aber sehr gefreut über diese Auszeichnung. Wir hatten den Vorteil, dass wir in der Zeit schon recht gut digital unterwegs waren und konnten darauf aufbauen und so ein bisschen die Ruhe in diesem ganzen Sturm dafür nutzen, um nochmal etwas mehr digital unterwegs zu sein, unsere Prozesse nochmal ein bisschen mehr zu überarbeiten und natürlich auch mit den Kunden dann über die digitale Ebene zu kommunizieren, die Möglichkeiten zur Verfügung zu haben. Nadine und Bernd Winkels sprachen der Halterner Zeitung ihren Dank für die Preisverleihung aus. Ja, wir sind echt dankbar und freuen uns über diese tolle Auszeichnung. Michael, das war der Hammer. Du kannst das richtig gut. Vielen Dank, dass ihr erschienen seid. Insbesondere meine tollen Mitarbeiter. Ich bin jetzt ganz glücklich, alles hier. Und ich hatte eigentlich vor, eine Rede zu halten, so mit Zitat anfangen und so. Und, aber alle, die mich kennen, das bin ich. Sie wollen auch weiterhin in Haltern Bewegungsprojekte initiieren.